Gummibuhr. Wieso hat denn hier keiner von denen einen Presslufthammer oder eine Spitzhacke oder so einen Scheiß? Mana, Wasser. Dann haben wir, glaube ich, schon eine Spitzhacke gesehen, aber der hat die einfach nicht mitgenommen. Ich weiß halt auch nicht, was wir brauchen, um Bergbau zu betreiben. Das konnte ich nicht sagen. Was ich mich aber am meisten frage, ist, hier sind nirgendwo Schienen, ne? Wo kommen denn die Waggons her? Da ist ein Brot. Ohne Chili. Ja, ich weiß, ich werde es nicht machen. Schön. Da war ich auch noch nicht drin. Halt Schrott. Dass hier einfach so Wasserflaschen rumliegen. Und diese gelben Fässern, denen vertraue ich auch noch nicht so richtig. Ich sage ja, im ersten Teil waren die radioactive. Bin ich da jetzt schon drin? Ja, ich glaube schon. So, wo bin ich? Da. Wir müssen weiter nach da irgendwo, ne? Da? Ja, noch ein bisschen weiter nach da. Irgendwo darüber. Falk? Falk ist irgendwo stecken geblieben. Er kommt bestimmt gleich. Jo, noch mehr Zeug. Alles mitnehmen. Ich finde es halt doof, dass alles als Rohstoff deklariert ist. Oh, Falk. Schreck mich nicht so. Da ist schon irgendwo. Irgendwo war da gerade ein Vieh. Was ist es denn? Da hinten. Okay. Zwei sogar, okay. Hat der gerade Falk anvisiert? Das geht aber so nicht. Ist doch nur eine schwache Blutklaue. Ich hätte, also das Gebiet hier sah ehrlich gesagt so aus, als ob das eigentlich viel schwerer ist. Wenn ich ehrlich sein soll. So, irgendwo da? Hier. Da hinten. Okay. Ich glaube, das da hinten ist die Mordkornhöhle. Dieses Gemisch dort ist mit Vorsicht zu genießen. Ein Bad ist nicht zu empfehlen. Naja, ich wollte da drinnen weder baden noch saufen, wollte ich das. Aber danke für den Hinweis. Hier sieht es halt auch mega radioaktiv aus, ne? Boah, danke, Falk. Da sind ja auch nur kranke Pestratten, ne? Das ist auch viel. Viel Gefiechs. Oh, die Kreischer sehen schön aus jetzt. Viel besser als im ersten Teil. Aber geben leider nicht so viel Erfahrung. Ich meine, gut, die Masse macht's nachher, ne? Da geht's auch noch irgendwie hoch. Weil bevor ich da jetzt reinrenne und wir wieder 3 Stunden nur quatschen,
Will ich eigentlich erstmal wieder ein bisschen erkunden und looten. Messer, noch eine Zigarette. Sprühkäse, ey. Das ist auch so der Hammer hier. Ich dachte gerade, jetzt fängt die Musik an, schon wieder durchzudrehen. Ist das richtig, dass die Morkons unter der Stadt wohnen? Das ist auf alle Fälle ein Teleporter. Muss also ein Safe-Spot sein. Okay, wir haben jetzt ein paar kalt gemacht. Wahrscheinlich wird uns das gleich ein bisschen zum Verhängnis vielleicht. Weil wir kriegen bestimmt eine Aufgabe, dass wir die irgendwie finden sollen und helfen sollen oder sowas. Weil die halt angegriffen wurden. Da oben sind Pfeile. Das ist mehr. Oh, nice. Schöner Elex-Trank. Hier wimmelt es ja nur so vor Kleinvieh. Boah. Ich meine, grinden kannst du hier nicht. Dafür ist es halt zu kleines Vieh. Aber kommst halt gut vorwärts, ne? Hast halt Erfolgserlebnisse, ne? Was das angeht, also alles, was sich töten lässt. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Gut, dann lass uns mal eben dahin gehen, den Teleporter aktivieren und dann war es das auch schon wieder für diese Folge und Aufnahmesession. Und in der nächsten geht es dann da rein. Und dann vielleicht nochmal hoch in die Stadt. Vielleicht. Ich weiß noch nicht. Diese fliegenden Viecher, von denen halte ich immer noch nichts. Sind leider akut kacke. Aber Ratten. Ratten sind toll. Hey, nicht ausreichend. Böse Pestrat. Und ja, ich speichere wirklich oft. Zum einen, weil ich es kann. Und zum anderen, weil ich nicht weiß, wann das Spiel wieder abstürzt. Alter, wie viel frisst der denn? Okay, der hat schon ein bisschen mehr Punkte gegeben. Da kommt noch ein, Rädchen. Da hat er einen Stein angemalt. Ich komme. Aua. Hau doch drauf halt. So. Aber die sind halt, also die Fliegenden, die sind echt scheiße. Okay, jetzt muss ich erstmal da zu dem. Ach, das war nur ein Schatten. Das war nur ein Schatten. Ich dachte, das aus war hinten, als ob eine Goldader wäre oder sowas. Okay, hier gefahrlos rein. Rein. Ja, okay, dann Teleporter. Stopp, da war noch was. Ein Setzerbrot, warum auch immer das hier landet. Oh, was seid ihr denn? Ach du Scheiße. Hey, die waren doch eben noch nicht da. Die sehen aber nicht nett aus. Aber gut, das sind Wachen, aber. Grotte, okay. Das Ding. Hallo? Lakai. Mhm. Was ist die gerade? Hä? Der ist Viertel nach zwei. Ja, dann haben wir noch ein bisschen. Ich brauche was zum Bergbau. Ja, komm, lass uns mal rein. Okay, war's doch noch nicht für diese Folge. Entschuldigung. Auch noch ein bisschen Zeit. Drücke T. Toll Spiel. Ganz schön dunkel hier.
ist das hier für ein Apparillo? Guten Tag. Halt! Du stehst vor der heiligen Grotte Rabax, Gott des Stillstands. Was ist dein Begehr? Deine Mutter. Ja, ich möchte rein. Ich möchte rein. Einem Fremden Einlass gewähren, dass ich nicht lache. Du sollst beraten, sonst nichts. Du bist fremd. Warum sollte ich dich passieren lassen? Bist du dir überhaupt im Klaren, was dich hier erwartet? Vergnügen und Zeitvertreib liegen uns fern. Arbeit bestimmt unser Leben. Arbeit und Schmerz. Ich habe den Passierschein A38, deswegen sollte mich reinlassen. Ich scheue keine Arbeit. Deine Worte gelten nichts, bis du sie bewiesen hast. Sei dir bewusst, dass du die Grotte nicht mehr verlassen wirst, wenn uns nicht gefällt, was du tust. Dimitri. Das Risiko gehe ich ein. Gut, du kannst passieren. Du willst ihn doch nicht etwa durchlassen? Ob er hinein darf oder nicht, hast du nicht zu entscheiden. Dann bring ihn zu Khan. Soll er sein Schicksal bestimmen. Ganz wie du willst. Du wirst bei mir bleiben, dass das klar ist. Mir nach. 1000 Punkte, geil. Zugang in die Grotte. Ich denke, Marat kann uns jetzt nicht mehr hören. Ich bin diese Streiterei. Hey du, warum rennst du hier herum? Was ist deine Aufgabe? Er rennt. Das ist Erin-Stimme. Wer will das wissen? Ah, sieh an. Ein ganz harter Bursche, was? Du kommst doch von draußen. Das riecht man schon 3 Abwasserkanäle weit. Erzähl, wie ist die Lage vor den Toren der Grotte? Magalan wird von einem fremden, hochentwickelten Volk angegriffen. Ja, wir haben die dunklen Türme gesehen, die auf einmal erschienen sind. Wir werden uns darum kümmern, sobald die Zeit gekommen ist. Lassen wir die Posten. Du bist Jax, nicht wahr? Du bist der Außenseiter. Dieser ehemalige Alp-Commander, der den Krieg der freien Menschen gegen die Alps beendete. Die Bestie von Xakor. Ich habe von dir gehört. Wenn du das weißt, warum duldest du dann meine Anwesenheit hier? Du bist nicht mehr der starke Anführer der freien Menschen wie früher. Dein Wort hat wenig Gewicht in diesen Tagen. Aber vielleicht wirst du uns noch einmal auf andere Art nützlich sein. Ich wäre nicht so weit gekommen, wenn ich jedes gute Werkzeug sofort vernichtet hätte. Ich glaube, du hast noch immenses Zerstörungspotenzial. Es muss nur freigesetzt werden. Sehen wir uns erst einmal an, wozu du wirklich imstande sein wirst. Wusstest du, dass einige Morkons am Weltenherz im Westen Berserker abgeschlachtet und geplündert haben? Ach ja? Du redest doch sicher von Dragan und seiner Bande. Vergiss ihn. Er ist ein Ungläubiger und hat immer nur seinen Profit im Sinn. Genauso wie seine Gruppe von Speichelleckern, die er um sich schart. Irgendwann gerät er einmal an den Falschen. Das würde hier niemanden verwundern, noch wirklich interessieren. Wenn du schlau bist, wofür ich dich halte, dann machst du das genauso. Ich weiß, wen du meinst. Der stellt kein Problem mehr dar. Aus der Stille sind wir entsprungen. Und zu Stille sollen wir wieder werden. Habe ich geregelt. Du bist Patriarch der Morkons? Ich bin Viktor. Große Titel sind wie Kanaldreck im Schuhprofil. Bist du einmal reingetreten? Dann haftet er dir an. Wir sind nicht hier, um bleibende Eindrücke im Dreck dieser Erde zu hinterlassen.
Wir haben dafür zu sorgen, dass die ewige Stille wieder einkehrt. Vergiss das nicht. Du rüstest auf für eine größere Auseinandersetzung? Wir haben unsere göttliche Mission zu erfüllen. Wir müssen all unsere Anstrengungen darauf konzentrieren, unsere Streitkraft und unser Zerstörungspotenzial zu erhöhen. Wer sich dazu zu schwach fühlt, kann sich direkt von unseren Peinigern einäschern lassen. Das würde uns viel Zeit und Ärger ersparen. Wie sieht diese göttliche Mission genau aus? Die außenpolitische Lage von Karakis ist mehr als angespannt. Alps und Outlaws im Norden, Berserker und Kleriker im Westen. Wir müssen die Geschwüre dieser Welt endlich und für immer hinwegbrennen, dass sie nie wieder aufkeimen. So ist es Ravaks Wille. So soll es geschehen. Toll. Fanatiker. Was werdet ihr gegen die fremden Eindringlinge mit ihren Kreaturen unternehmen? Die dunklen Türme, die in Karakis niederkamen, sind ein Zeichen. Ein Zeichen, dass die Zeit der Befreiung nahe ist. Ravak wird uns leiten. Nur Geduld. Bald werden die Ketzer büßen. Wart's nur ab. Am Anfang war Dunkelheit, Stille und Frieden. Aus der Stille sind wir entsprungen. Und zu Stille sollen wir wieder werden. In Ravaks Namen. Du willst einen offenen Krieg gegen die anderen Gilden führen? Warum nicht? Das Einzige, was uns noch davon abhält, ist unsere eigene Streitkraft. Also werden wir unser Ziel nur erreichen, wenn wir einen Schritt nach dem anderen machen. Eine Großoffensive wäre zum jetzigen Zeitpunkt wenig effektiv. Aber wenn wir Geduld beweisen, die neuen Spieler im Kampf um Magalan werden ihren Beitrag leisten. Sollen die fremden Eindringlinge erst einmal ordentlich wüten, wir erledigen dann den Rest. Und jetzt geh mir aus dem Licht und mach dich nützlich. Ich hab zu tun. Ja. Toller Typ. Ich mag ihn nicht. Wo war ich gerade? Ich bin diese Streitereien satt. Ich weiß, ich habe Marat gesagt, ich würde dich direkt zu Khan bringen, um sein Urteil abzuholen. Aber scheiß auf Marat. Ich bin übrigens Dimitri. Wenn du wirklich bleiben willst, solltest du ein paar Dinge über uns wissen. Worum geht es? Ich halte es für eine Scheißidee, dich hier unbeaufsichtigt herumlaufen zu lassen. Jemand sollte dir unsere Regeln und Bräuche erklären, sonst handelst du dir nur Ärger ein. Am besten mache ich das, während ich dich ein bisschen herumführe. Khan kann noch warten. Komm mit. Eine Ebene unter uns ist Ravaks Dom und die Blutzisterne. Nur die Höhergestellten dürfen dort Ravak und seinem ewigen Stillstand huldigen. Du solltest am besten gar nicht erst versuchen, zum Dom vorzudringen. Wenn du dorthin möchtest, wirst du dich uns anschließen oder bei Khan mächtig Eindruck hinterlassen müssen. Jetzt weiter. Es gibt noch viel zu sehen. Gleich beginnt der Kriegsbezirk. Hier haben wir Abwerber unsere Käfige, in denen wir neue Mitglieder in unsere Gesellschaft eingliedern. Wenn du nicht freiwillig zu uns gekommen wärst, hätten wir zwei uns vermutlich dort kennengelernt. Neben den Käfigen gibt es ja auch noch unsere Arena. Aber die kannst du dir später ansehen. Ich komm gleich wieder. Du hast es nötig, was? Ja. Sorry, aber da war Treibstoff. Nicht trödeln. Manche der Wachen sehen es nicht gerne, wenn du einfach in die verschiedenen Bezirke spazierst. Also verhalte dich angemessen.
Hättet ihr mich eingesperrt, wenn ich nicht freiwillig hier gewesen wäre? Das kommt ganz drauf an, ob du einem unserer Abwerber in die Finger geraten wärst oder nicht. Aber ja, das hätte passieren können. Ich habe früher selbst bei den Käfigen gearbeitet. Komm, ich zeig dir mal meine alte Arbeitsstelle. Als Nicht-Morkon muss dir das ungewöhnlich vorkommen. Kann man so sagen. Wenn eine Arbeitskraft fehlt, ist der Stillstand gefährdet. Dann müssen wir dafür sorgen, dass wir eine neue bekommen. Wir erschaffen sozusagen neue Morkons und bringen ihnen alles über unsere Art zu leben bei. Wir holen sie aus ihrem erbärmlichen Dasein und integrieren sie in unsere Gesellschaft. Auf dass sie unsere Werte annehmen und als echte Morkons wiedergeboren werden. Aber ich rede zu viel. Was soll das heißen? Es gibt nichts. Ich kann's nicht ändern. Du weißt besser als jeder andere, dass Gosta nichts zu verschenken hat. Deswegen habe ich ja auch dich geschickt. Er macht keine Ausnahmen, auch bei mir nicht. Ob die Gefangenen tot oder lebendig sind, ist ihm egal. Und ehrlich gesagt, hat er recht. Was kümmert dich ihr Schicksal? Hast du vergessen, was auf dem Spiel steht? Warum versuchst du es nicht beim Versorger? Das habe ich. Gleiches Ergebnis. Ich kann dir jedenfalls nicht helfen. Halt mich in Zukunft raus. Darf ich da jetzt reingehen? Also ihr macht quasi das gleiche, was die Kleriker machen, gemacht haben, nur durch Willen brechen. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ja, mit Gefangensein, ne? Oh, toll, Tode Gefangene. Plündern. Berserker. Keine Ahnung. Und. Keine Ahnung. Ist er auch tot? Nein. Mhm. Die Menschen sollten ihre Lehren aus den Ruinen ziehen. Naja. Leben in Stillstand. Fremde besuchen die Käfige nur selten. Aber tu dir selbst einen Gefallen und komm später wieder. Wie du vielleicht mitbekommen hast, habe ich alle Hände voll zu tun. Hat das eigentlich irgendeinen Grund, dass die alle so... ja... östlich angehauchten Namen haben? Also, ja, Russisch und Ukrainisch und so? Also mir kommt als erstes Russisch Dimitri, Alexei, Viktor, Rom. Aha. Okay. In den Käfigen leben entführte Menschen. Natürlich. Wo sollen sie auch sonst leben? Viele, die hier ankommen, begreifen nicht, dass wir nur versuchen, sie zu retten. Aber irgendwann verstehen sie es alle. Unser System funktioniert. Es hat Regeln. Der Stillstand sorgt seit über 100 Jahren dafür, dass wir überleben. Wir haben den Einschlag überlebt. Wir haben Generationen der Isolation und der Aufstände überlebt. Und wir werden auch die Bedrohung dieser komischen Türme überleben. Der Weg der Morkons ist der einzig richtige. Kann ich auch in der Arena kämpfen? Du meinst, obwohl du kein Morkon bist? Das kommt selten vor. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber der Arenameister steht gleich dort hinten. Komm mit, dann kannst du ihn selbst fragen. Falls er dir erlaubt, hier zu kämpfen, würde ich dich bitten, es nicht jetzt zu machen. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Im schlimmsten Fall gehst du drauf und ich muss das dann irgendwie Khan erklären. Ich warte hier auf dich.
Wo ist hier? Irre ich mich oder warst du noch immer nicht in der Arena? Nein, aber mein Wille ist ungebrochen. Ich will endlich raus. Bist du denn bereit dafür? Zarina hat mir ihren Segen gegeben. Ravak ist auf meiner Seite. Wenn du glaubst, das reicht, dann... Händler? Ich glaube, hier ist nicht die Arena, oder? Attila. Nanu, was sehen meine müden Augen da? Ein Streiter der Außenwelt in unserer Grotte? Seltsam. Anscheinend stimmt es, dass die Welt draußen Kopf steht. Hat es sicher eine weite Reise. Was tust du hier? Ich beurteile jene, die nach draußen wollen. Und wie sieht diese Beurteilung aus? Nun, im Gegensatz zu dir waren viele unserer Leute niemals auf der Oberfläche. Wer die Gefahren nicht kennt, wird von ihnen übermannt. Darum haben wir die Arena ins Leben gerufen. Aha, und eure Gefangenen müssen als Gegner herhalten, nehme ich an. Was? Nein. Aus ihnen machen wir gehorsame Streiter Ravaks. Die Kreaturen sind unsere Gegner. Nur wer sich gegen sie behauptet, darf die Grotte verlassen. Und wer es nicht schafft? Bleibt hier, in Sicherheit, sofern er noch lebt. Wer scheitert, ist meist nicht mehr an einem Stück. Die Frage stellt sich also nur selten. Aber jetzt bin ich an der Reihe. Sag, warum bist du hier? Dimitri hat mir von der Arena erzählt. Anstatt zu erzählen, sollte er Wache halten. Das Privileg, in der Arena anzutreten, wird von mir vergeben. Nur sehe ich keinen Sinn darin, dein Können auf den Prüfstand zu stellen. Du kommst von draußen und kennst bereits die Gefahren. Warum sollte ich dir gestatten, zu kämpfen? Mich interessiert die Herausforderung. Eine Frage der Ehre also. Das gefällt einem alten Kämpfen wie mir. Aber ich muss dich enttäuschen. Derzeit sind keine Kämpfe möglich. Uns fehlen die Kreaturen. Für gewöhnlich fangen Venyas Leute die Biester ein. Da aber in letzter Zeit kein Nachschub eingetroffen ist, scheint es da Probleme zu geben. Wenn du noch mehr darüber wissen willst, komm später wieder. Dimitri wartet sicher auf dich und ich habe es nicht gern, wenn das Tor unterbesetzt ist. Ravak mit dir. Fulminant. Und mit deiner Mutter. Fulminant. Ja, kann ich das Fleisch mitnehmen? Nein. Vorde. Das Viehzeug erledige ich. Da bist du ja wieder. Können wir weiter? Lass uns weitergehen. Alles klar. Gut gebrüllt. Endlich rennt er mal. Über nur dieses Gelatschen. Als letztes kommen wir zum Herzstück der Grotte. Der Wohnbezirk ist für viele von uns ein heiliger Ort. Ein Ort der Ruhe, der Einkehr und des Trinkens. Wenn wir uns mal gehen lassen, dann nur im Keller bei Gosta. Ist das, glaube ich, die Techniktante? Warte mal, hier ist so viel. Fernwaffen, Schrott. Bist du jetzt zufrieden? Ja, bin ich. Was muss ich auch mitnehmen, ja? Kann ja nicht mit leeren Händen wieder rausgehen. Was ist denn das hier eigentlich alles? Ist das ein Bunker? Ein Bergbau unter Tage? Hier könnte ich zumindest Bergbauausrüstung finden, ne?
zum Erze abbauen vielleicht. Neben dem Wohnbezirk findest du ja auch noch den Bezirk der Rüstmeister und Händler. Wer weiß, wie Khan auf dich reagiert. Ist vielleicht klug, wenn du die Gelegenheit nutzt und noch ein paar Dinge einkaufst, bevor du nicht mehr dazu kommst. Deshalb schlage ich vor, du sprichst mal mit Tengis. Vielleicht erlaubt er es dir, hier zu handeln. Dann war dein Weg wenigstens nicht umsonst. Hier unten wohnt ihr? Man gewöhnt sich dran. Ich finde es gemütlich. Den hinteren Bereich solltest du allerdings meiden. Da ist Einsturzgefahr. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr eine Kneipe habt. Wenn du den Keller meinst, dann sag das besser nicht so laut. Nicht, dass die Resistenten noch auf die Idee kommen, den Laden dicht zu machen. Aber falls es dich interessiert, kann Gosta dir mehr über ihn erzählen. Er schenkt dort das gute Zeug aus. Wo genau stehen eure Rüstmeister? Bist du blind? Gleich hier drüben, komm mit. Sprich am besten mit Tengis. Er ist derjenige, der zu entscheiden hat, wer hier handeln darf und wer nicht. Eine Ration. Pro Mann, pro Tag. Meister Tengis, wir werden mehr als eine. Willst du lieber nichts zu essen haben, hm? Wäre dir das lieber? Verzeiht, Meister. Ich... Hinterfrage meine Entscheidung nie wieder. Ja, gelobt sei Ravak. Gelobt sei der Stillstand. Ja, ja. Los, ab mit dir. War das Duras Stimme? Leben in Stillstand, Fremder. Jawohl. Du bist von weit her gekommen, wie ich sehe. Was willst du? Mein Einverständnis? Wofür brauche ich das? Jede Schraube, jeder Bissen Brot und jede Arbeit, die du möchtest, bedürfen meiner Erlaubnis. Ohne Ausnahme? Ja, Stand jetzt bist du ein ungebetener Gast in unserem Haus. Und bis jetzt bist du mir einen Grund schuldig, dass ich dir entgegenkomme. Vielleicht gibt es etwas, das ich für dich tun kann. Du für mich? Ich bin der Herr des Stahls. Was ich nicht habe, lasse ich anfertigen. Und was ich verliere, lasse ich finden. Schon verstanden, du brauchst nichts. Dann gehe ich wohl besser. Warte. Verstehst du dich auf das Kriegshandwerk? Natürlich. Das dachte ich mir. Und jetzt hör zu. Solange nicht entschieden wurde, dass du dich hier aufhalten darfst, werde ich dir weder mehr von meiner Zeit widmen, noch den Handel gestatten. Ändern sich die Umstände, sehen wir weiter. Geh nun. Das war ja eher kontraproduktiv. Hier ist er. Was soll das werden? Deinesgleichen hat im Keller keinen Zutritt. Oh, Entschuldigung. Zahl oder geh. Reicht das? Nicht im Ansatz. Was verlangst du dann? Blut oder Schweiß? Ich kann dir nicht folgen. Das ist die Währung, mit der du mich bezahlen wirst. Tust du es nicht, bleibt dir der Zutritt zum Keller verwehrt. Ich soll dich mit Blut bezahlen? Heißt das, ich soll jemanden umbringen? Nur ein Duell, keine Toten. Mit dir? Mit mir. Außer du wählst die Alternative. Die wäre? Arbeite. Die Wahl liegt ganz bei dir. Gilt das Gleiche auch für mich? Ist er dein Herr oder stehst du zufällig hier? Wir pflegen eine freundschaftliche Kooperation, wenn das weiterhilft. Tut es nicht. Aber ihr könnt beide durch, wenn dein Freund meine Anforderungen erfüllt. Sag, wie hast du dich entschieden? Blut. Ich will ein Duell. Schmerzen sind eine Lehre, die ich mit Freuden weitergebe. Ertrage sie mit Stolz. Rennst du weg,
ist dir meine Verachtung sicher. Also, bereit? Bereit. Dann zieh deine Waffe. Wow. Wenn zwei sich streiten. Er verträgt einen ordentlichen Bums. Jetzt mach Rede. Das ist sehr stark. Bei dem Tempo schlafe ich ein. Oh. Ja, okay, der ist zu stark. Fantastisch. Du hättest die Arbeit wählen sollen. Aber du hast dich für den Schmerz entschieden. Das respektiere ich. Es steht dir frei, den Keller zu betreten. Gustav wird dich ab sofort bewirten. Stillstand mit dir. Okay, cool. Und? Wie lief es bei Tengis? Hast du eine Handelserlaubnis bekommen? Nein, noch nicht. War ja klar. Wenn bei Khan alles gut läuft, hast du später noch genug Zeit, ihn zu überreden. Lass uns weitergehen. Keine Sorge. Ich werde Khan schon davon überzeugen, dass du hierbleiben darfst. Dann wollen wir mal zu ihm gehen. Bleib dicht bei mir. Eine Sache solltest du noch wissen. Du sprichst nur mit Khan, wenn er dich anspricht. Alles klar? Verstanden. Echt jetzt? So einer ist das? Sieht ein bisschen aus wie bei den Outlaws hier, ne? Was machst du hier, Dimitri? Du hast besser einen guten Grund dafür, dass du deinen Posten verlassen hast. Ich muss mit Khan sprechen. Der große Khan möchte aber nicht mit dir sprechen. Dieser Fremde bittet um Zuflucht. Ist das so? Marat und ich sind uneins. Ich für meinen Teil denke, der Stillstand wird gewahrt, wenn wir ihm den Aufenthalt erlauben. Schließlich haben wir viele Leute verloren und brauchen Ersatz. Er ist freiwillig hier, sagst du? Ja. Ungewöhnlich. Khan wird über deine Anfrage nachdenken. Bis er eine Entscheidung getroffen hat, darf sich der Fremde hier aufhalten. Er soll morgen wiederkommen, um Khans Urteil zu erwarten. Hast du alles mitbekommen? Ja, warum hat er mir das nicht selbst erklärt? Unsere Gebote verlangen es so. Ich stehe über dir und bin für dich verantwortlich. Es ist ein Privileg, mit der Stimme Khans reden zu dürfen. Und ein noch größeres, wenn Khan persönlich das Wort an dich richtet. Also dann, du hast ihn gehört. Hast du sonst noch Fragen? Warum redet Khan nicht selbst? Khan gehört zu den Resistenten und er nimmt den Stillstand sehr ernst. Wenig zu sprechen ist ein Zeichen seiner absoluten Hingabe der Stille Ravaks gegenüber. Ist das nicht etwas übertrieben? Im Gegenteil. Einst gab es Anhänger Ravaks, die sich sogar das Leben nahmen im Zeichen des Stillstandes. Der Tod als reinste Form des Stillstandes. Heißt das, ihr wollt alle sterben? Natürlich nicht. Du musst wissen, es wird von niemandem verlangt, sich so sehr Ravak hinzugeben, wie Khan es macht. Von einem Morkon wird nur erwartet, dass er den Stillstand ehrt. Wenig zu sprechen oder den Stillstand des Todes zu suchen, ist ehrenhaft. Aber wir sind immer noch Menschen, mit freiem Willen. Wenn du es hier allerdings zu etwas bringen willst, musst du schon beweisen, dass du Ravaks Willen auch wirklich vertrittst. Ach, eins noch. Vergiss nicht, ab und zu mal wieder bei Khan vorbeizuschauen. Wenn du es wirklich nicht abwarten kannst, dann könntest du dir vielleicht deine Zeit im Keller vertreiben. Oder du gehst einfach schlafen. Ich beschäftige mich schon. Gut, gut. Dann kann ich dich ja guten Gewissens alleine lassen.
Marat wird sich bestimmt schon beschweren. Ich gehe mal lieber zurück. Du findest mich am Tor, falls du mich suchst. Wir sehen uns. Okay, tschüss. Ja. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge suchen wir uns ein Bett. Und bis dahin sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen und fürs dabei sein bei Elex 2. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus.